So, und damit willkommen zurück zu Wolfenstein 2. Wir sollen ja noch diesen, nee, nicht Arm, sondern Hand finden, die Hand finden, glaube ich. Sie sagten Chili-Pfeffer, oder? Zwei Teelöffel. Nee, ganz Arm war weg. Okay. Ja, für mich ist ja schon wieder ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Jo, Kollege. Für euch nicht, für euch ist das einfach nur wieder die nächste Folge reden. Kennen Sie diesen Regimebunker in Manhattan? Den nutzen die Schweine als Basis. Wir haben einen Funkspruch abgefangen, in dem die dort gelagerte Kampfausrüstung genannt wurde. Jetzt kommt's. Auf der Liste stehen voll funktionsfähige Python-Gurte. Schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Aber hallo. Okay, das ist anscheinend jetzt eine Nebenquest. Hallo? Da. Gute Puppe. Okay, es sind nur Halbzigonen. Bärenbier. Hier gibt's Bier, was Bärin heißt. Okay, wo ist denn sein Arm? Müssen wir jetzt echt alles abklappern hier, oder was? Hey! Hey, Paris Jack. Ich suche nach Fergus Arm. Irgendeine Ahnung? Wissen Sie, ich hab Fergus gestern Abend gesehen. Hey, sehen Sie die Kleine da drüben? Nicht hingucken, Mann! Ich wollte ihr diese Rose schenken und was Romantisches sagen. Sind Sie ein Romantiker? Manchmal. Okay, nichts Anrüchiges. Sie ist ein gutes Mädchen und soll wissen, dass ich ein ehrenwerter Mann bin. Wie wäre denn das, Maria? Seit ich Sie kenne, wollte ich das tun. Und dann gebe ich dir die Rose und sage, diese Rose ist ein Symbol meiner guten Absichten. Ich hoffe, Sie möchten mit mir ausgehen. Es muss nur ernst gemeint sein und von Herzen kommen. Scheiße, bin ich nervös. Ich will's nicht vergeigen. Ich spiele Ihnen was für die richtige Stimmung. Verdammt. Maria, seit ich Sie kenne, wollte ich das tun. Für was für eine Frau halten Sie mich? Mir reicht's mit dir, du verkackter Scheißarm! Ich werde dir Manieren beibringen! Er ist abgedampft Richtung Hangar. Ja, so wütend habe ich noch nie jemanden erlebt. Danke. Okay. Ich hab da vielleicht was für Sie. Zum Hangar, warte mal hier. Bei der Feier Nicky? Hatte Fergus noch beide Arme. So, ach, das war ja gar nicht hier. Erinnern kann. Zum Club. Nee, da war doch ein Exit-Schild. Ist das die Tür? Die sieht so ähnlich aus, ne? Ah, guck mal, das ist die Tussi. Ich habe einen Freund, Mr. Stubbins. Er hat vergessen, seine Medikamente einzunehmen. Und jetzt ist er verrückt. Er hat sich in den alten Mannschaftsquartieren verschanzt. Er hat Sets Mikrowellenfallen genommen und hält sich damit die Leute vom Leib. Wir müssen ihn schnell da rausholen, damit ich ihm die Medikamente geben kann. Für seinen Verstand. Okay. Alter, direkt Akimbo. Tu
Fügen Sie ihm nicht mehr weh, als nötig ist. Da kommen wir aber nicht durch, oder? Nö. Ich glaub nicht. Aber versuchen wir es wert. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Wird es da. Er hat vergessen, seine Medikamente einzunehmen. Und jetzt ist er verrückt. Er hat sich in den alten Mannschaften. Und bitte, tun Sie ihm nicht mehr weh, als nötig ist. Du musst es doch. Gibt's hier, hier gibt's nichts, ne? Oh, warte mal. Okay. Komme ich hier nicht rüber? Achso, dann muss ich hier runter, ja. Na gut. Da kommen wir auch nicht durch, also müssen wir hier runter. Schlange, jetzt müssen wir hier runter. Sie wollen meine Hirndrüse, aber die kriegen sie nicht. Die brauche ich, um Gedanken zu denken. Wieso denn? Also. Dass ich die brauche! Oh, oh. Jetzt waren wir fast reingerannt. Nein! Nein! Ruhe jetzt! Okay. Den Arm haben wir trotzdem nicht. Hallo? Hallo? Danke. Ich danke Ihnen, Captain. Ich kümmere mich jetzt um Mr. Stubbins. Gut. So. Zum Hangar, hat er gesagt. Ah, guck mal, hier sieht man im Exit. Also, Fergus soll Richtung Treibstoffdepot gegangen sein. Vielleicht liegt da sein Arm. Treibstoffdepot? Stinkt zum Hang. Ich habe Fergus Arm nicht gesehen. Wenn ich das Ding nur anschaue, kriege ich Geld. Also schön. Wo versteckst du dich, Arm? Sie suchen Fergus Arm? Ich hörte, er hatte einen Streit mit dieser hübschen französischen Madame Maria. Ja, ja. Warte mal, da oben ist ja auch noch irgendwas. Da kommen wir nicht hin. Okay. Was gibt's, Boss? Sagt, Fergus Arm sei wütend. Gefährlich. Mehr sagt sie nicht. Da kommen wir auch nicht hin. Warte mal, da ist ein Ziel. Oh, und eine Karte. Wie war das?
Aha. Okay. Dann hier drin. Ach, guck mal. Hallo Hand. Fergus Arm nicht gesehen, Bruder. War mit Trinken beschäftigt. Ja, haben wir doch schon. Haben wir doch schon. Oh, wenn dieses grässliche Buch verschwindet. Wenn sie sich manchmal auf mich. Oh Gott, diese Kopfschmerzen bringen mich um, Tuma. Ich wollte lesen, aber die Worte sind alle verschwunden. Mein lieber Mann Jacques hat immer gewesen, wenn er nicht gemalt hat. Schön, Sie zu sehen. Hä? Sitzen die denn jetzt? Wenn ich das mal so sagen darf. Für ihn war mein Körper ein Kunstwerk. Die waren auch in dieser Bar drin, ne? Mir jetzt hier vor geigert oder was? Für mich hat er Unsinn geredet. Warte mal, noch eins höher, glaube ich. Fergus, er ist nichts als ein bloßer Frauenheld. Ich sollte ihn lieber. Nee, das hackert dann gerade doch eins höher, ne? Commander Fergus Arm? Er hat sich mit Maria im Club Wiesenau gestritten. Nein, nicht dieser Amerikaner. Ich hab mir gesagt, ich sterbe im Kampf um meine Freiheit. Jetzt blöd. Okay, dann mal da, der, doch hier. Und? Immer noch bewusstlos. Ja. Noch ein paar Schlucke, dann ist er wieder fit. Ja, das sieht gut aus. Du hast ihn gefunden. Wenn es Ihnen ernst ist mit dem Whisky, ich sollten nicht, Sie wissen, wie man einen Kater funktioniert auskuriert. Wollen Sie mich umbringen? Na bitte. Der bewährte Katerkiller vom alten Horten funktioniert immer. Bam. Warum lümmeln Sie hier rum, hä? Müssen wir nicht zur Einsatzbesprechung? Die Party ist vorbei, let's go. Unvorstellbar. Unbegreiflich. Entschuldige, dass ich wegen des Hemds so sauer war. Bist ein guter Kerl. Max Hass? Meine Brüder und Schwestern. Meine Brüder und Schwestern. Hört mir zu. In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf, live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla. Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, Sie können jetzt gehen, Regimeflittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace! Was? Ich bin kein Regimeflittchen! Kapieren Sie es endlich! Sie haben kein Recht, mich als jemanden abzustempeln, der ich nicht bin! Der unbedeutender und weniger menschlich ist als Sie!
Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre! In Ordnung. Endlich greift sie durch. Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Die scheiß Vorurteile. Und du! Ich liebe dich! Verstehst du das denn nicht, du Vollidiot! Und es tut weh. Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst. Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen. Weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun, Sigrun! Was? Ich gehe ja schon, okay? Niemals! Bleiben Sie. Sie kommen mit uns. Ja, endlich hat sie eine Bestimmung gefunden. Also ihre, ne? Und sie hat sich durchgesetzt. Finde ich gut. Super gemacht. In Ordnung, Sig. Sie sind die Expertin, erzählen Sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern. So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben. Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfeuert. Alter. Lauf! Oh, leck mich. Warte, William! Das bewegt sich nach unten. Was auch immer du tust, William, ich folge dir. Du folgst mir, ja? Rennst aber voraus. Ist okay. Alter Schwede, so. Leitstände auf dem Ausmerzer. Zwei davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugin-Leitstand die Backbordverteidigung, der Munin-Leitstand die Steuerbordverteidigung und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst. Verstanden. Wie kommen wir dorthin? In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugin-Leitstand öffnet. Gefunden. Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anya. Okay. William, such den Hugin-Leitstand und deaktivier die Backbordverteidigung. Ich bleib hier und versuche einen Weg durchs Schiff zu finden. Nein.
Oh shit, keine Muni mehr. Wo ist denn das Ding? Hier. Schau, wegtanken. So schreckt. Außer Betrieb. Okay. Was haben wir hier drüben noch? Und nun? Da komme ich noch hier da raus, ne? Ja. Da sind wir hochgekommen. Nicht verfügbar. Bloß hier hinten wieder raus. Da könnte man sich klein machen, das können wir auch nicht. Die Tür kann man auch nicht sprengen. Ah, guck mal. Oh, da das Loch finden. Da muss es auch reingehen. Kommt schon! Da geht's doch weiter, oder nicht? Müssen wir die Waffe weglegen, oder? Nee.
Zeit, so weiterzugehen. Ja, warte mal, wir haben doch noch die Waffe. Nee. Aber hier scheint's, guck mal. Ah. Okay, wo wären wir denn hier rausgekommen? Hier. Ist das der Weg? Wieso sind wir da nicht reingekommen? Na gut. Waren wir hier nicht schon mal? Hier waren wir doch schon mal. Wo wir geflüchtet sind. Hallo? Hallo? Jetzt. Mal sehen. V-A-L-H-A-L-L-A. Gut gemacht, William. Die Backbordverteidigung ist außer Betrieb. Komm so schnell wie möglich zurück. Ich glaube, ich habe einen Weg zu den anderen Zielen gefunden. Was? Sehr gut. Was ist da? Ja. Okay, alle leise ausschalten hier. Gedacht, er guckt zu mir. Alter. Was ist der Dicke? Oh shit. William, ich brauche Hilfe. Beeil dich, bitte.
springen in die Transportkapsel auf der anderen Seite. Ich habe sie umprogrammiert. So kommen wir nach oben. Von dort aus erreichen wir die anderen Odin-Leitstände. Okay.